Ja, zur Morgenstunde um 7.40 Uhr, da war es hier am Parkplatz noch komplett voll. Die Schlange, die hat gereicht vom Beginn des Geschäftes bis nach hinten. Wir haben gezählt, es waren zwar nicht ganz die 200 Personen, die hier auf Einlass gewartet haben, wie es gestern der Fall war, aber es waren rund 100 bis 150. Mittlerweile ist die Schlange verschwunden, die Menschen haben hier schon Einlass gefunden und die maximale Kapazitätsgrenze dieses OBIS hier auf der Theresterstraße, diese Grenze, die ist noch nicht erreicht. Denn, woher wissen wir das? Wir kennen das sehr, sehr gut hier. Hier sind sämtliche Einkaufswagen aufgeschlichtet. Insgesamt 300 Einkaufswegen gibt man hier aus. Und diese 300, das ist auch gleichzeitig die Obergrenze für die zugelassenen Kunden und Kundinnen hier beim OBI. Dieser OBI hat 1000 Quadratmeter, das heißt, man hätte theoretisch sogar 500 Einkaufswegen bzw. Kunden einlassen dürfen, aber die Geschäftsleitung hat hier beschränkt, hat gesagt 300, das reicht und diese Menge, die kann man auch gut handeln. Die Menschen müssen dann hier den Eingang betreten, da wurde ein Korridor gebildet mit Absperrgittern, mit Zellophan umhüllt und durch diesen Korridor geht es dann direkt zum Eingang. Die Menschen werden selbstverständlich auch auf Schutzmasken überprüft. Das ist eine ganz klare Voraussetzung für die Geschäfte, um hier Kunden einzulassen. Und natürlich der Sicherheitsabstand, der muss natürlich auch gewahrt sein. Wer ist heute alle beim Baumarkt erschienen? Das waren natürlich ganz, ganz viele Heimwerker, aber auch sehr viele Professionisten. Wenn wir hier beispielsweise den Blick auf die erste Reihe des Parkplatzes werfen, hier sehen wir eine Reihe von Lieferbussen, von Lieferfahrzeugen, die eigentlich alle dem professionellen Bereich zuzuordnen sind. Also das sind Installateure, das sind Sanierer, die sich hier vor dem Arbeitstag noch einmal kurzfristig eindecken. Wie schaut es mit der Maskenpflicht aus, Tom? Halten sich jetzt auch alle dran, weil sonst kommen wir nicht rein in den Baumarkt? Ja, vollkommen richtig, Lukas. Die Maskenpflicht, das ist ein absolutes Must hier. Niemand wird hier eingelassen. Wir haben hier den Ordner stehen. Er kontrolliert ganz, ganz streng. Er macht das wirklich sehr gut. Grüßt auch die Kunden. Man begegnet der ganzen Angelegenheit auch natürlich immer mit ein bisschen Humor und Freundlichkeit. Also hier wird das sehr, sehr professionell gehandhabt. Hier ist beispielsweise gerade eine Person zurückgeschickt worden, weil sie kein Einkaufswagerl hatte. Und dieses Einkaufswagerl ist genauso wie die Schutzmaske eine Voraussetzung, um hier Einlass zu finden.